Salam Deutschland, willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben heute jemanden zu Gast, die sich gewünscht hat, dass die Podcast-Folge nicht viele Leute erreicht, sondern die richtigen. Und wir hoffen, dass du einer davon bist. Viel Spaß bei der Folge. Salam. Salam, 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 salam. So, Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bevor wir beginnen, liebe Schwester, wir haben eine Einstiegsfrage, mit der wir immer jeden Podcast beginnen, und die würde ich dir auch gerne stellen, wenn ich dir einen Tee servieren dürfte. Welcher wäre das und warum? Einen Tee. Ja. Irgendwas mit Zimt. Wahrscheinlich, weil ich Zimt sehr liebe. Und das gleiche ginge halt auch, es gibt ja diese Kirschtees oder Kirschjoghurt gab es mal früher. Das sind so Favoriten, die lösen einfach etwas Gutes in mir aus. Gibt's eine bestimmte Geschichte, wieso das was Gutes auslöst in dir, oder ist es einfach immer schon so gewesen? Also bei Kirsch kann ich halt sagen, als ich noch jünger war, da sind meine Eltern, meine Geschwister hier bei uns in der Gegend bei so Leuten, die dafür gerufen wurden, im Sommer immer Kirschen pflücken gegangen. Und ich mag auch Kirschen. Und Zimt liebe ich einfach, weil der Duft ist einfach unbeschreiblich und hat auch so eine Wärme im Winter. Mashallah. Das ist sehr, sehr schön beschrieben. Und ich komme auch direkt schon dann zu der Vorstellung, weil du hast schon ein bisschen jetzt begonnen von der Kindheit und Co. Also ich freue mich riesig, dich begrüßen zu dürfen, Schwester Songül Ersin. Du bist hier heute bei uns im Podcast, um über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, was für mich ja nicht nur sehr spannend, aber auch mit sehr viel Verantwortung zu tun hat. Und zwar bist du, mal platt ausgedrückt, blind. Vielleicht kannst du die Zuhörer kurz aufklären, seit wann das ist. Ist das von Geburt an? Ist das passiert? Und vielleicht ein, zwei Hintergründe dazu geben. Ja, also ich bin eine Frühgeburt und die Ärzte dachten, ich überlebe nicht, bis irgendwann ein Zeichen von mir kam und wurde dann in den Brutkasten gelegt. Ich denke, dass beides damit zu tun hat, durch die Frühgeburt und Brutkasten. Du hast eben gesagt, der Geruch von Zimt ist unbeschreiblich, so ungefähr, ne? Ich versuche für mich und vielleicht auch für die Zuhörer so ein bisschen einzutauchen in diese Welt des Blindseins. Hast du eine allererste Erinnerung, oder wenn alle über, oder anders vielleicht gesagt, ne, weil man sagt ja so, das Kind erblickt das Licht in Anführungszeichen der Welt etc. Jetzt hattest du, du warst eine Frühgeburt, da gab es eine Komplikation etc. Allah SWT hat entschieden, dass du lebst, denn er ist es, der entscheidet, wer lebt und wer nicht leben soll. Kannst du uns vielleicht irgendwie in diese ersten Momente, an die du dich noch erinnern kannst, vielleicht mitnehmen, wo du für uns vielleicht nur beschreibst, was hast du gefühlt? Was hast du gespürt, etc.? Also immer, dass ich rund um die Uhr begleitet oder beobachtet wurde, an die Subhanallah. Hand genommen wurde, sei es vor allem auch im Kindergarten. Ich war in einem mehrfachbehinderten Kindergarten und dann ist mir irgendwann so dieser Gedanke als Kind gekommen, ob ich der einzige Mensch bin, die vielleicht so nicht sieht. Also das sind halt nur so Bruchstücke, an die ich mich so indirekt erinnere. Subhanallah. Also du hast zwei Sachen erwähnt. Das eine, du hast gesagt, du hast dich beobachtet gefühlt. Also was hat dich das fühlen lassen? Und ich höre jetzt auch raus, dass du erst ab einem bestimmten Alter vielleicht realisiert hast, dass andere was sehen, ja, und du entsprechend nicht. Ja, dass ich halt irgendwie nie wirklich alleine war, dass immer entweder von meinen Geschwistern oder die Eltern halt bei mir waren.
Also das hatte ich schon, dieses Gefühl. So kann ich das vielleicht sagen. Du warst dann im Kindergarten, bist du dann entsprechend in die Schule gegangen und hast eine Ausbildung gemacht? Oder wie war dann der weitere Verlauf so im Gelände? Also bevor ich die Blindenschule in Düren mit Internat besucht habe, ging ich vom Kindergarten aus, ich glaube, alle 14 Tage mittwochs, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber es war immer mittwochs schon nach Düren zur Vorschule. Dann habe ich die Schule ein bisschen kennengelernt und später bin ich dann halt auf diese besagte Schule, Louis-Braille-Schule in Düren, besucht und war da im Internat und kenne das Gefühl des Heimwehs und freitags dann nach Hause. Und später bin ich dann auf das Berufskolleg Soest für Blinde und Sehbehinderte auf die Berufsfachschule gegangen. Und da musste ich mich dann auch wieder neu umstellen und auch vor allem neu orientieren. Und dort lernte ich auch ein Stück weit mehr auf mich gestellt zu sein. Und danach erst habe ich dann die Ausbildung, also mit einem Vorbereitungslehrgang, also kaufmännischen Förderlehrgang nennt man das, zur Bürokraft. Das war Telefonie und Schreiben. Und als ich dann halt nicht vermittelt wurde, habe ich dann einige Auffrischungs- oder Anpassungsmaßnahmen, ich weiß nicht mehr, wie die das genau nannten, im Berufsförderungswerk Düren für Blinde und Sehbehinderte nochmal absolviert. Und hast du in der Phase der Ausbildung, ich meine, für viele ist ja die Schulzeit so, man hat dort alte Freunde, man hat gewisse Hobbys oder Interessen, die man entwickelt. Gab es irgendwie etwas, was neben der Schule deinen Alltag so ein bisschen bestimmt hat, dir vielleicht auch dieses Gefühl von Heimweh genommen hat? Womit hast du dich beschäftigt, so blablabla? Also in der Blindenschulzeit, da lernte ich dann halt Hörspiele kennen oder auch Märchenschallplatten hatten wir in der Gruppe sogar gehabt. Und andere Kinder brachten dann ihre Kassetten mit. Die Zusammengehörigkeit wuchs dann mit der Zeit. Magst du vielleicht den Zuhörern sagen, wie alt du bist, weil du hast jetzt Schallplatten erwähnt und Kassetten. Ich glaube, das kennt die neue Generation gar nicht mehr. Da ist ja alles nur noch digitalisiert und Internet und Spotify, YouTube und Co. Ja, stimmt. Also ich bin tatsächlich 1972 geboren. Das heißt, 52 bist du Ja, im Dezember werde ich 52. mal schon. Okay, das heißt, du hast, wenn ich es verstanden habe, gerne sozusagen Zeit gebracht, verbracht mit dem Hören und Hörspiele, und du hast Märchenschallplatten gesagt. Gibt es ein bestimmtes Märchen, was dir besonders im Ohr geblieben ist? Ja, eine Zeit lang, ich glaube, das war dann auch als Kassette, hatten die Tischlein Deck dich und Jackie und die Wunderbohne. Das waren diese beiden Märchen auf der einen Kassette. Also die eine Seite halt, also Seite A war Tischlein Deck dich und Jackie und die Wunderbohne war die B-Seite. Die wurde rauf und runter gespielt. Und aber auch sehr viel diese Heidi-Geschichten, also das war die mit den Ziegen und mit dem Peter. Und gab es oder hast du zu dem Zeitpunkt über die Familie, über Freunde, über andere Menschen sozusagen in deiner Nähe Berührungspunkte mit der Religion gehabt, mit dem Islam? Oder ich sag mal anders, vielleicht konkreter gefragt, wenn das nicht der Fall war, ne? Gerade in Zeiten der Einsamkeit und wo du dich einsam gefühlt hast, hast du dort, ohne dass du vielleicht irgendwie dir das in die Wiege gelegt wurde, das Gefühl gehabt, dass du auch von wem anders beobachtet wirst, also nicht nur von den Menschen, von der Familie etc., die dich die ganze Zeit begleitet hat, sondern von, sprich, Allah subhanahu wa ta'ala. Also tatsächlich, als Kind hatte
man mir ja quasi so von Allah erzählt, oder dass ich mit den Schwestern an den Wochenenden mit in die Moschee mitgenommen wurde. Also Papa hatte uns gefahren und da wurde mir das natürlich noch bewusster. Und in der Schule, die Erzieherinnen, die waren ja natürlich halt keine Muslime, sondern ja, ich würde mal sagen, schon eher praktizierende Christinnen. Und da habe ich mich dann immer für etwas interessiert, natürlich, was außerhalb des Diesseitslichen war. Und habe dann halt meine Gebete immer von meinem Herzen gesagt, also wenn ich dann nach Hause wollte. Weil es gab da auch eine Situation, das war wie so ein Ritual jeden Abend. Ich hatte noch einen türkischen Gruppenkameraden in meine Schule, also in meine Gruppe bekommen. Also der war 2 Klassen unter mir, aber mit mir im Internat. Und als Kind war man dann auch sogar noch in einem Zimmer, weil man war ja noch klein in dem Sinne. Und aber der Junge ist 95 zu Allah zurückgekehrt, also. Und ich weiß nur, wie wir immer überlegt haben, welche Duas wir machen. Und ich hatte eine Zeit lang die Dua gemacht: Wenn ich aufwache, will ich zu Hause sein. Sven. Und dann hatte ich eines Nachts einen Traum gehabt. Also bevor ich den Traum erzähle, für die, die es sich nicht vorstellen können, Geburtsblinde träumen auch blind. Die erleben im Traum, wie man es in der Realität erlebt, weil wir noch nie gesehen hatten, also haben. Und in diesem Traum war ich dann zu Hause. Und in diesem Traum wollte ich dann auch zu Hause bleiben und nicht aufwachen. Aber leider wurde ich wach, musste aufstehen, frühstücken zur Schule. Subhanallah. Unglaublich. Was war für dich der Gedanke an Allah subhanahu wa ta'ala? Also wie darf ich das, also wie hast du dir das vorgestellt oder wie hast du zu dem Zeitpunkt sozusagen geglaubt? War das, wie, also wie war die Beziehung vielleicht besser formuliert als Allah subhanahu wa ta'ala in den jungen Jahren? Sagen Also der Gedanke war, dass es jemand ist, der auf jeden Fall meine Gebete erhören muss. Aber so über die Beziehung an sich habe ich ja als Kind so nie nachgedacht und war dann halt auch mit dem Üblichen nur geprägt. Kein Schweinefleisch, kein Alkohol. Halt so, was man sonst so, wenn man die ältere Generation befragt, wahrscheinlich hören würde, dass die Eltern an sich nicht dieses Wissen so vermitteln konnten, wie jetzige Eltern es können. Und gab es einen Zeitpunkt, wo sich das intensiviert hat, wo du entweder durch externe oder durch dich selber intern das Bedürfnis hast, ist okay, ich muss das jetzt intensivieren. Ja, also es war dann noch ein Mädchen, also meine langjährige Freundin, die im August 2021 diese Dunja verlassen hat durch ihre Krebskrankheit, die dann nach der Chemo, nach der OP gestreut hat. Die war anders erzogen, wahrscheinlich, weil ihr Vater hatte sich öfter mit der Familie zusammengesetzt und konnte hier und da ein bisschen mehr Wissen vermitteln. Und die war schon auf einer anderen Stufe. Und sie hat auch hier bei mir im Ort gewohnt. Das war schon so ein Anreiz. Aber ich kam immer noch nicht auf diesen Punkt. Später in Soest hatte ich auch noch mal 2 so Freundinnen gehabt. Die eine hatte 1992 im Herbst, also so erinnere ich mich noch dunkel. Die wollte mich auch auf den richtigen Weg bringen, nachdem sie verheiratet war, mit jemandem, den sie auch dort in Soest in der Ausbildungszeit kennengelernt hat, weil er schon sehr praktizierend ist. Auch das hat dann nicht wirklich lange gehalten. Und während meines letzten Jahres, also Ausbildungsjahr 1997,
wo es so an die Prüfungen ging, Abschlussprüfung in der Bürokraft. Da habe ich dann hinter einer anderen Freundin gebetet. Die meinte einfach, mach nur mit und nach, was Super. ich mache. Das waren so die Aha-Erlebnisse, die es aber immer noch nicht ganz waren, wo ich heute bin natürlich. Ich sollte wahrscheinlich immer so häppchenweise kosten und irgendwann wieder häppchenweise kosten. Und 2003 war da auch noch mal so ein Versuch. Es gab so eine Internetseite von einer Frau. Soweit ich weiß, kommt die gebürtig aus Berlin, also auch zum Islam konvertiert. Ich hatte mit ihr auch E-Mail-Kontakt gehabt. Diese Seite gibt es immer noch. Und die hatte mir dann mal ganz lange einen Text aufgeschrieben, wie man das Gebet verrichtet. Aber dann war ich ja das letzte Mal, also meine letzte Maßnahme im BFW Düren. Deswegen hat das dann da auch nicht so gefruchtet. Aber in einer schweren Zeit dort, wo es mir seelisch irgendwie nicht so gut ging, also ich merkte, irgendwas stimmt da nicht. Dieses Umgebensein von Menschen, die halt nicht so auf mich wirkten, wie ich dachte, dass sie auf mich gewirkt hätten, also so positiv, vielleicht leicht spirituell. So, die waren, ja, keine Ahnung, also die wollten auch einen Keil zwischen mir und meiner damaligen Freundin, die halt gestorben ist. Die war auch im BFW Düren in diesem Jahr, wo ich das letzte Mal war. Ich hatte den Eindruck, die wollten da einen Keil treiben, was aber dann letztendlich nicht geklappt hat. Und dann gab es dort auch einen, ich weiß jetzt nicht, ob er Palästinenser war, spät erblindet war er, und der hatte mir dann mal gesagt und auf ein Blatt in Blindenschrift geschrieben, was ich immer sagen soll, aber den Zettel habe ich nicht mehr und eine Korankassette mitgegeben, was ich aber jetzt auf dem PC natürlich habe, weil ja alles digital ist. Also auch das hatte nicht so wirklich gefruchtet. Also der Aha-Effekt kam ja so 2008. Und was war der Aha-Effekt, wenn ich fragen darf? Ja, also tatsächlich, wo es nach der Maßnahme im BFW Düren irgendwie nichts mehr gab, hatte ich mich ja selber mit dem Internet befasst, also beziehungsweise mich nicht nur in PC-Kenntnisse vorangebracht. Ich war viel in diesen Foren, also entweder war ich auf der Jagd nach Gedichte und Gästebücher. Die haben mir nicht wirklich geschadet, also Gedichte nicht, aber so Musikforen, wo ich dann halt auch gemerkt habe, wenn die dann so über ihre Musiker berichtet hatten, die Fans, dass es mich dann teilweise auch, ja, so traurig gemacht hat. Die haben den und den und den und den getroffen und ich war nirgendwo dabei. Und natürlich hatte ich da auch in der Zeit zwischen 2005 und 2008 auch so Aha-Erlebnisse, dass ich einmal, also seit ich die Einrichtungen verlassen habe, zu einem Event einer Sängerin mitgenommen wurde und einige wenige dieser Musiker, die ich dann supportet habe, auch mich angerufen hatten. Dann hatte ich sie fast also indirekt für mich alleine gehabt. Besser, ich nenne keine Namen, weil man nicht weiß, wer zuhört und was dann für Gedanken kommen. Also weiß man nicht, weil keiner muss auf irgendwas neidisch oder eifersüchtig sein. Das will ich halt damit ausdrücken. Deswegen keine Namen. Ja, und dann war da so etwas gewesen. 2006, im Herbst oder Winter, gab es auch einen türkischen Jungen in einem der Musikforen. Der hatte mir auf der Plattform MySpace, ich weiß nicht, ob Okay. es die noch gibt. Nee, nicht mehr, glaube ich. Vielleicht für die Zuhörer, MySpace ist das allererste Facebook, das ganz alte Online-Profil. Ja, richtig. Also der hatte dann nicht nur dort, aber halt in dem Forum, wo ich ihn kennengelernt hatte,
hatte er so eine Seite gepostet. Da ging es um die Religion überhaupt, also die wahre Religion, die Religion, die wahr sein müsste. Ne, so kann ich das jetzt so umschreiben, weil die Seite gibt es nicht mehr. Und ich habe mir dann überlegt, was kann das sein? Draufklicken, ja, nein. Habe ich dann vorsichtshalber doch getan, weil ich war ja neugierig. Und da kamen mir so deutschsprachige Vorträge entgegen von einem Mann mit einem sehr bekannten Akzent, weil er ja auch aus der Ecke kommen muss, wo ich ja auch quasi herkomme. Habe ich gedacht, was redet der, woher weiß der das, wer ist das überhaupt und so. Habe immer so diese Person erstmal hinterfragt, auch wenn ich den Namen natürlich auch da schon mitbekommen und gelesen habe. Und irgendwie ließ mich das alles nicht los. Aber ich war trotzdem so richtig unterwegs, noch in den Foren, auf MySpace und so. Ja, 2007 im Dezember, also sagen wir mal, wenn Silvester ist, dieser Jahreswechsel, sind ja im Fernsehen immer so Sendungen und so, wo die dann rein feiern und Feuerwerk und keine Ahnung. Aber von 2007 auf 2008 bin ich dann mit diesen Vorträgen irgendwie reingegangen. Und ich weiß nicht, ob der Aha-Effekt war, dass mich am Geburtstag 2007 ein junges Mädchen aus einem bestimmten Musikbereich, wo sie auch Fan war und supportet hat, angerufen hat und meinte, ja, ich habe mal bei dem Management von einem bestimmten Künstler, also Namen nenne ich jetzt auch hier wieder nicht, nachgefragt, ob die eine Idee haben, wie man dir helfen kann, dass du mal ein Konzert erlebst. Und dann hätte das Management geantwortet, sonst noch Wünsche? Aber das könnte das Aha-Erlebnis sein oder einfach nur der Grund. Wir wissen es ja nicht, weil da sind ja noch andere Weisheiten, die Allah einem ja nicht vollständig offenbart, sondern nur, dass es ein Schalter gab, der sich in mir gelegt hat. Ja, und dann ist es halt so passiert. Und meine langjährige Freundin hatte mir dann halt auch immer irgendwelche Texte geschickt, die sie so auf ihrem Rechner hatte, auch so religiöse Sachen. So fing das dann an. Und dass ich dann hinter einer Freundin gebetet habe, also Tochter unserer Bekannten, und hinter der einen oder anderen Schwester von mir, ohne das Gebet selber zu können, aber von den Vorträgen her, hatte ich da schon so diese Idee gehabt. Deswegen war es für mich ein Leicht, weil Mama wäre nicht in der Lage, das so zu erklären. Sie hat es ja so nicht gelernt. Und mit dem Alter wird ja alles auch zunehmend schwieriger, was man früher nicht gemacht hat. Deswegen denke ich das. Aber auch bei Mama wollte ich versuchen zu lernen, wie das Gebet ist. Weil 2006 waren wir ja an einem Abend Iftar Ramadan in der Moschee. Ne, und zu Hause, das hat dann vorn und hinten so nicht geklappt. Also musste der Garten, in dem ich dann eintreten sollte ab 2008, noch ein bisschen länger Zeit bekommen, um zu blühen. Und wie war dein Gefühl schon von, ich meine, du erzählst ja sehr bunt eigentlich von den Begegnungen und Menschen und den Interessen sozusagen, ohne jetzt irgendeine Seite und so weiter schlecht zu reden, aber vielleicht jetzt konkret auf, weil im Islam haben wir ja sehr dieses Konzept der Geschwisterlichkeit und dass man das für sich selbst liebt, dass man für andere liebt, so wie das, was man für sich selbst liebt und so weiter. Hast du das Gefühl gehabt, als du mehr und mehr quasi reingekommen bist,
dass du diese Geschwisterlichkeit gespürt hast? Oder hast du mehr erwartet? Hast du weniger erwartet? Wie war das für dich, gerade dann auch, wo diese ersten Kontakte gekommen sind? Also es war eigentlich erstaunlich schnell, weil das Ding war, bevor das ja wirklich so weit war und ich ja wirklich auf der Suche war, wie kann ich eigentlich feste glücklich werden oder würde ich überhaupt arbeiten und all diese Sachen, die ich noch so in mir getragen habe, weil ich ja mitbekommen habe, dass andere Blinde aus meiner Ausbildungszeit ihre Arbeitsplätze bekommen hatten und ich fühlte mich so nutzlos, im Stich gelassen von allem irgendwie. Spannend. Und bevor es dann wirklich richtig zu diesem neuen Umfeld kam, hatte ich mich dann auf der Coaching-Ebene, würde ich mal sagen, belesen, aber so unbewusst. Ich wusste ja nicht mehr, was Coaching oder so ist. Also, dass die Leute ja sagen, wenn du was erreichen willst, Bestellungen beim Universum. Da habe ich so gedacht, aber wir machen doch Dua zu Allah. Trotzdem habe ich mich dann weiter mit dem Thema befasst. Ich weiß das noch, so intensiv war das sogar Anfang April 2008. Und da gab es auch eine Idee, also einen Tipp aus einem damaligen Forum. Da haben die gesagt, Wunschtagebuch erstellen. Dieses Thema war da schon drin, ich musste nichts fragen. Also habe ich losgelegt und mein Tagebuch dann immer wieder umformuliert. Dann habe ich mir feste vorgenommen, jetzt nummerierst du alles, damit du weißt, was da ist und du formulierst, du machst es wie eine Einkaufsliste, weißt aber, bei wem du die Sachen bestellst, bei Allah. Und dann stand da halt drinne, erstens, zweitens und so weiter, Koran in Blindenschrift, neues Umfeld, dann mal irgendwie nett essen gehen. Und ich war perplext irgendwie, weil am 18. April 2008 hatte mir eine damalige E-Mail-Freundin, die gar keine Muslimin ist, also ich weiß auch nicht, was die heute macht, aber die hatte mir also zu einem Forum, wo ich rein wollte, bei der Registrierung geholfen, weil da musste man so einen Code eingeben, den ich im Bildschirm nicht gesehen habe, also nicht sehen kann. Ja, und das war dann der Einstieg zu einer Vertiefung meines neuen Lebens. Und an dem Tag bekam ich dann auch tatsächlich meinen Koran in Blindenschrift. Ja, weil ich hatte mich ja auch darum gekümmert, während ich an meinem Wunschtagebuch gearbeitet habe. Mein früherer Schulkamerad hatte mir gesagt, Didi Tip in Köln, also ein türkischer Schulkamerad von mir, der Maschallah zwei große Kinder hat mittlerweile, seine Frau ist sehend. Ja, und er hat mir das dann gesagt. Damals hatten wir gemailt und dann habe ich die Sache in die Hand genommen, bei der DITIB angerufen. Ich denke, hier ist es nicht so schlimm, wenn man da einen Namen sagt, damit andere türkischsprachige Blinde es dann halt auch so wissen. Hast du noch dein Tagebuch, Songülabla, oder gibt es da etwas auf der Liste, was du noch alles geschafft hast und vielleicht nicht, und möchtest vielleicht daraus erzählen, wieso nicht? Ach so, ich erinnere mich, dass ich 10 Sachen aufgeschrieben hatte. Also einmal halt der Koran in Blindenschrift. Dann ein neues Umfeld, das kam auch durch das Forum damals, weil die Admins hatten sich gekümmert, dass es Kontakte geben sollte, die aus meiner Nähe kommen. Und damals gab es ja einige Geschwister, Masha'Allah, also das fing durch eine Person, die das dann so ins Rollen gebracht hat, dann an. Und durch ihren Mann, möge Allah dieses Pärchen segnen, Amin. Amen. Wo ich gar nicht weiß, wo die heute wohnen, aber damals war es nicht so weit weg von mir, scheinbar. Und ja, das Essen gehen, das hat dann mit einer meiner eigenen Schwestern stattgefunden. Und der Meeresbesuch, wie eigentlich fast jeden Sommer in der Türkei in Of, also wo mein Vater noch gelebt hat, hat auch wieder stattgefunden. Die schöne Zeit dann halt auch. Ja, also das waren jetzt nicht so
viele Besonderheiten irgendwie. Der Stadtbummel, also den ich dann ja auch mit dem Essen gehen mit meiner Schwester verknüpft hatte. Gibt es denn einen Wunsch aktuell, den du, wenn du so ein Tagebuch hättest, nochmal aufschreiben würdest und versuchen würdest, das in Erfüllung gehen zu lassen? Auf jeden Fall Hörbücher, damit, also islamische Hörbücher, damit also nicht nur Blinde und Sehbehinderte, die noch Sehrest haben und Vergrößerungen an den Geräten benutzen oder Lupe, sondern dass auch normale sehende Hausfrauen beim Bügeln, beim Kochen oder auch Brüder mit den Kindern zusammen diese Hörbücher und auch Islaminteressierte hören könnten. Also, dass es nicht nur Fisabilillah von Schwestern gemacht wird, die dann sagen, aber bitte nur dann hören, wenn kein Mann in der Nähe ist, sondern etwas, wo wir beständig drauf zugreifen können, weil es ist nicht mal möglich, was auch eine andere blinde Muslima, die Sozialpädagogik studiert, herausgefunden hat, bestimmte Bücher, die sie haben wollte, auf elektronische Weise zuzugreifen. Und nicht jeder hat auch einen Scanner zu Hause stehen. Und das Einscannen, es scannt auch Sachen so ein, dass man es dann nicht unbedingt lesen kann. Zum Beispiel, wir nehmen mal ein deutschsprachiges Tajwid-Buch, der illustrierte Tajwid. Da sind ja auch arabische Zeichen mit drinne. Und wenn ich das jetzt hier einscannen wollte über den HP-Drucker in Word, die Zeichen werden nicht mitgeliefert, weil sie nicht erkannt werden, dass in erster Linie solche Bedürfnisse gedeckt werden. Ich merke eine Kontinuität. Du hast erzählt, wie du in der Schule quasi gerne diese Märchenplatten, Schallplatten und Hörbücher da hattest, etc. Und der Wunsch halt da ist, dass auch Gleiches sozusagen mit den Inhalten da ist, für die du dich aktuell interessierst, wo du dich aktuell mit beschäftigen möchtest. Was denkst du, wieso? Weil du hast ja nicht nur gesagt, dass dieses Medium da sein soll für dich persönlich, sondern für jeder Mann und jeder Frau sozusagen. Was denkst du, warum es das gerade in Hörbüchern nicht gibt? Ich sehe aktuell, es kommen mehr und mehr so Bücher vielleicht raus und einige Geschwister, die dort aktiv sind, viele, die sind irgendwie auf Social Media da, andere machen in Richtung Film etc. was. Das heißt, die Technik an sich ist ja da, sie ist gegeben. Aber wieso vielleicht der Mangel in diesem Hörbücherbereich? Ja, entweder weil wir halt in dem Punkt nicht bedacht wurden und vielleicht den Zugang, wo diese Bücher in Original rausgebracht werden, während man die übersetzt, vielleicht. Ich weiß es nicht, weil oft habe ich immer so, ich weiß nicht, ob man es Tagtraum nennt, so im Kopf, ich stelle mir vor, wie irgend eine Nicht-Muslima in irgendeiner Facebook-Gruppe fragt, was kann ich meiner lieben Nachbarin, die Muslimin ist, schenken, die macht immer so viel für uns, dass dann jemand antwortet und sagt, das Hörbuch von Jasmin Mujahid oder die Hörbücher von Jasmin Mujahid zum Beispiel, wenn es die auf Deutsch und als Hörbuch fordere dein Herz zurück oder jetzt das neue Buch, was zwar so in Lesezirkeln besprochen wird, aber wenn es die als Hörbücher gäbe, so schön aufgelesen, das sind auch tolle Geschenkideen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wer freut sich nicht darüber? Ist das etwas, Söngülabler, das, also glaubst du, dass das eine Sache, oder anders gesagt, du hast ja gesagt, du bist über das Forum damals und hast jetzt einige Leute in deinem Netzwerk etc. Ist das ein Bedarf, den du siehst, nicht nur aus eigenem Wunsch sozusagen heraus, weil du das auch von anderen mitbekommst, unabhängig jetzt davon, ob sie sehend sind, blind sind etc., weil sie sagen, okay, es gibt einfach in deutscher Sprache
Werke gibt es ja genügend auf Englisch, eventuell gibt es da ja auch Hörbücher etc., aber auf Deutsch, in Deutschland, für Muslime in Deutschland etc., etwas, was noch eine große Lücke ist. Hast du da, ich sag, aus deiner eigenen Community, siehst du da mehrere Stimmen sozusagen, die das fordern? Ich könnte mir vorstellen, dass viele auch diesen Wunsch haben, aber die wenigen sprechen es dann nur so aus, die mit mir in Kontakt stehen und sagen, ja, Hörbücher sind schon eine feine Sache. Und es gibt Leute, die gerne auditiv auch lernen zum Beispiel, aber es wird halt nicht in der breiten Masse angesprochen. So habe ich das Gefühl. Und wie hast du das Gefühl grundsätzlich? Bist du aktuell Teil einer Gemeinde? Besuchst du regelmäßig eine Moschee oder eine Vereinigung sozusagen vor Ort? Oder ist es, sage ich mal, weil ich habe mitbekommen, mit der Ausbildung und dann Start des Internets etc., war dieser virtuelle Anschluss und dadurch wahrscheinlich auch die Technologien dahinter, damit du besser Informationen erfassen kannst. Und ich gehe davon aus, auch diese Voice-Technologien, dass dann Text vorgelesen wird, etc., die dir einiges im Alltag vereinfacht haben. Ist das derzeit auch so, dass das sozusagen primär dein Hauptkontaktpunkt ist? Oder hast du allgemeine Gemeinde vor Ort, weil du meinst Lesekreise, etc., nur damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wie du derzeit deinen Alltag verbringst, zu Angela? Also es ist alles online. Also auch diese Lesezirkel über Telegram-Gruppen und früher halt über Zoom, wenn die mal Fordere dein Herz durchgenommen hatten und die Schwestern hatten das dann halt untereinander geteilt und dann hatte es auch mich erreicht, so wie auch jetzt mit diesem neuen Buch, was Jasmin Mujahid rausgebracht hat und auch meine ganzen Koranunterrichte. Die Wege sind alle immer online. Und also ich habe ganz bestimmt danach gefragt, und zwar, und ich hoffe, ich formuliere es nicht direkt, ich stelle es einfach in den Raum und ich würde deine Gedanken dazu haben. Meinst du, der Grund, warum du quasi Online-Anschluss halt findest zu Schwestern, zu anderen Gruppen, zu so einer Herausgebung, ist, weil Gemeinden grundsätzlich vor Ort oder vielleicht deine Erfahrung, du meinst, du bist als Kind mit deinem Papa, mit deinen Schwestern etc. in die Moschee gekommen, du warst in verschiedenen Städten etc. Hast du das Gefühl, dass die, und ich möchte nicht klischeehaft in dieses Thema Inklusion und so weiter gehen, sondern einfach von deinem eigenen Gefühl heraus, das Gefühl, dass Gemeinden, die bei dir vor Ort sind, einen ausreichenden Anschluss sozusagen bieten, um vielleicht darüber dann an Alternativen zu kommen, ja, vielleicht kein Hörbuch, aber Lesezirkel vielleicht vor Ort oder eben vielleicht nicht hochprofessionelle Aufnahmen in dem Sinne oder so Vorlesestunden oder ähnliches, die man macht für die Gemeinde, für Kinder, für Erwachsene etc., die einen entsprechenden Bedarf haben. Also ich denke, weil ich wohne ja auch nicht in einer Stadt oder so, es ist ja so ein Ort, so wie ich halt so fühle, denke, dass es diese Schwestern nicht wirklich in meiner Ortschaft so gibt. Und vielleicht denke ich auch, Allah wusste vorher, was ich wollte und hat dann halt diese ganzen Bittgebete erhört und die Wünsche erfüllt, aber die Lieferung war halt anders. Zum Beispiel manche Blinde, die gehen ja in die Türkei, machen dort einen Korankurs für Blinde, sind dann auch nur unter sich in so einer Art wie Internat, aber ich habe alles online zusammenbekommen. Es ist, also für mich ist es faszinierend, weil ich muss, also ich will es jetzt nicht falsch formulieren, aber es bestätigt mich persönlich oder es macht mir Hoffnung und andere auch zu motivieren. Man weiß nicht, wen man alles erreichen kann durch das Internet. Ja? Das Internet hat natürlich auch seine Kehrseiten und da wird auch viel Schlechtes etc. mit verbreitet gemacht und Co., keine Frage.
Aber der Gedanke einfach, dass man Medien erstellt, dass man Inhalte erstellt, die irgendwie nach vorne bringen können, die jemanden inspirieren können, informieren können, etc. Und das vielleicht der einzige Zugang ist für diese Person, ist unglaublich. Ja? Weil ich stelle mir gerade vor, eben diese Geschwister, Sonnenglaubler, die bei dir geholfen haben, eventuell auch in schweren Phasen und in guten Phasen, etc., dich weiter nach vorne zu bringen durch eben islamische Inhalte. Ob die sich vorgestellt haben, dass die Antwort waren zu einer deiner Bittgebete Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und das ist sehr schön und zeigt auch einfach, wie viel Potenzial da noch da ist und wie einfach es ist, wie man auch einen Mehrwert oder einen Beitrag leisten kann und auch muss. Hast du über die Hörbücher hinaus Erfahrungen oder eine Sicht, die du den Zuhörern mitgeben möchtest? Nicht unbedingt im Umgang mit Blinden, sondern allgemein in Richtung der Gemeinde und der Geschwisterlichkeit. Ja, dass man mehr in sich gehen sollte und schauen sollte, was man denn selber in bestimmten Momenten fühlt, damit man noch stabiler oder tragender für andere da ist, statt sie, wenn auch unbewusst, zu verletzen oder zu kritisieren, weil hinter jeder Geschichte steckt noch mal eine Geschichte, die wir aber nicht zu lesen bekommen. Wir bekommen immer nur im Außen das gezeigt, nur das, was gezeigt wird. Ich möchte zum Abschluss eine Sache aufgreifen, von die ist mir durchgehend jetzt hängen geblieben. Und zwar hast du erwähnt gehabt, dass du dich nicht nutzlos fühlen möchtest. Du möchtest einen Beitrag leisten, du möchtest nicht einfach da drumherum sozusagen stehen. Kannst du vielleicht ein bisschen noch drauf eingehen, weil ich für mich ist das. Also es hat sich bei mir jetzt in diesem Gespräch eingebrannt, weil ich muss zugeben, ne, und vielleicht ist es dieses Klischee und dieses Bevormundende und dieses, ach okay, ja, wenn ich jetzt in der Nähe wäre mit dir oder jemand anderes mit einer ähnlichen Situation, dann ist es immer dieses, ah nein, streng dich nicht an, alles in Ordnung, wir machen alles, passt schon, etc., etc., ja, wie du auch am Anfang meintest als Kind, es war ständig jemand mit dir, es war ständig mit dir jemand herum und mir kommt gar nicht der Gedanke, dass du aktiv, dass du nützlich sein möchtest in dieser Situation. Vielleicht kannst du darüber sprechen, wie wichtig dir das ist, nützlich zu sein und zu versuchen, oder wie du halt mehr oder weniger damit umgehst. Ja, also zum Beispiel, also ich empfinde mich mittlerweile ja schon nützlich, wenn jemand sagt, danke für deinen Rat oder so. Und erst hinterher wird mir bewusst, dass ich einer Schwester in einer Sache, ohne selbst so professionelle Coacherin oder sonst was zu sein, ein Stück weit mehr geholfen haben muss, als die das vielleicht dachte. So zum Beispiel. Also ich merke das schon. Oder noch eine ganz wichtige Sache, da ich ja auch von meinen Ausbildungen gesprochen habe. Und jetzt mache ich ja noch meine individuelle Einzelmaßnahme, wo ich mich ja auch nützlich fühle, PC-Kenntnisse auffrischen, neue Sachen lernen wie Datenerfassung im Outlook und so, Serienbrief oder Serienmail-Tabellen, dass man dann auch durchaus, wenn Halal-Firmen, die auch wirklich laufen, die auch wirklich die Leute so bezahlen, wie es sein muss, und keine Freelance-Gedönse von wegen von zu Hause aus, und dann wird man abgespeist, wenn blinde Menschen arbeiten wollen oder Arbeit suchen, dass man sich dann auch traut, mit Menschen wie uns in Verbindung zu setzen. Das ist auch wieder sowas, wo man denkt, ach, die kann uns doch eh nichts nützen. Weiß man ja gar nicht, wenn man die Schreibkenntnisse nicht getestet hat, wenn man die Aufgaben nicht besprochen hat und so weiter, wenn man sich nicht informiert hat, wie das sich mit den Zuschüssen verhält, mit dem Integrationsamt und so weiter, was uns Blinde zusteht, wie viel Zuschuss der Arbeitgeber bekommt und so.
Hast du da Erfahrungen gemacht, dass das auch sozusagen von muslimischen Unternehmern nicht wahrgenommen wurde? Ja, also 2021 im Herbst, da war ich ja mit dem IFD Sehen, nennt sich das, eine Dame vom IFD Sehen, die mit mir über die Berufsmöglichkeiten gesprochen hat. Wir sind auch Stellenanzeigen durchgegangen und die meinte zu mir, sie sind doch sehr gut vernetzt in ihrer Community und so. Ich sollte dann halt gucken, dass ich dann bis Oktober einen Job finde. Hat aber nicht geklappt. Trotz Aufruf, trotz in so einem Telegram-Kanal, wo der Ersteller mich auch durchgelassen hat, also meinen Text. Und 2022, das gleiche Spiel, so ähnlich, hatte mich eine Schwester vorgeschlagen für einen Homeoffice. Und die Firma war auch in Verbindung mit IFD Sehen und mit meiner Sachbearbeiterin vom Jobcenter. Aber der Firma ging es wohl nicht so gut. Ich musste dann halt klären, dass es dann keinen Vertrag gibt. Ja, und dann hatte ich eine Berufscoacherin bekommen vom Jobcenter aus. Wir sind dann so weit gekommen, dass ich dann bei einem mobilen Berufsförderungswerk, also die nennen sich Quickstep GmbH, die Schulung ist online, dass ich dann jetzt halt diese Maßnahme für ein halbes Jahr, was bald auch rum ist, mache. Hab dann auch auf Stellenanzeigen mich beworben und eine Initiativbewerbung. Da ist noch was am Laufen, weil da, wo ich mich initiativ beworben habe, das wird auch von Blinden geführt, kann man sagen. Die Chefin ist blind, der Mann ist blind und so. Ja, aber so Halal-Firmen oder so, trotz Wissen, trotz dass ich ja vor ein paar Monaten erneut in diesen Telegram-Kanal zugelassen wurde, hat sich da auch nichts getan. Ja, und wenn ich nicht da bin und andere blinde Muslime an meiner Stelle, dann sollen die wenigstens was bekommen. Also kommt drauf an, was Allah halt vorhat, wie lange er mich leben lässt und was er für mich noch bereithält, weil 52, man denkt zwar kein Alter, aber wenn man bedenkt, sind schon ein paar Jahre hinter mir. Ein halbes Jahrhundert. Ja. Sangil, aber da möchtest du vielleicht zum Abschluss den Zuhörern ein paar Gedanken oder eine Lieblingsaya oder etwas aus dem Koran sozusagen, was dich berührt, erzählen, weil wir haben über die ganze Zeit jetzt darüber gesprochen, wie du zu Allahs Wort aber gesprochen hast. Aber vielleicht gibt es etwas, was dich packt in den Worten, wo er zu dir spricht. Ach so, mich hat halt schon gepackt, bevor ich mündlich über Skype die arabische Blindenschrift bei einem Lehrer aus der Türkei, bevor ich da eingewiesen wurde, wo ich meinen Koran neu bekam, so in der Anfangszeit im Frühling 2008, habe ich bemerkt, dass ich die Sura El-Fatiha an der Blindenschrift erkannt habe, ohne das arabische Alphabet wirklich zu können. Spannend. Also, und was mich halt immer noch fasziniert, weil ich mich ja schon recht früh auch mit der ungefähren Übersetzung durch eine damalige Bekannte, die ich von meinem neuen Umfeld bekam, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung von Sura 94. Also Allah spricht immer zu einem. Spannend. Dann würde ich dir vielleicht an dieser Stelle danken, Sönke Labla, für das sehr schöne Gespräch. Ich habe zu danken für die Einladung, für das schöne Gespräch, weil es ist nicht selbstverständlich. Absolut, absolut. Und für mich war es auch etwas bewegend, muss ich zugeben. Und ich hoffe auch, dass es nicht das letzte Mal ist und war. Und vielleicht befindet sich ja unter den Zuhörern bei uns jemand, die sehr gerne Hörbücher aufnehmen möchte, die sehr gerne aus Büchern, aus anderen verschiedenen Quellen sozusagen vorlesen möchte und das zur Verfügung stellt. Und vielleicht finden sich auch dadurch neue Kreise, neue Gruppen, neue Communities sozusagen. Weil, wie gesagt, es ist unglaublich, wie wenig man eigentlich Menschen helfen kann, nützlich sein kann,
und einen Mehrwert sozusagen beitragen können. Sagen wir mal Jasmin Mujahid Hörbücher, zum Beispiel jetzt mal. Also es gibt eine Frau, wo ich denken könnte, die Stimme, die Art, wie sie ist, würde zwar passen, aber man müsste dieser Frau mich als Person näher bringen, da ich ja keinen wirklichen Kontakt zu ihr habe, aber ich habe halt sie auf Instagram abonniert und sie hat auch einen YouTube-Channel, wo sie neulich wieder was hochgeladen hat. Also sie ist zum Islam konvertiert. Die würde mir jetzt so auf Anhieb einfallen, nur ob sie die Zeit hat und sich in so eine Situation versetzen kann, dass sie sagt, ja, ich mache das gerne. Das müsste man dann schauen, aber das würde ich dir dann privat sagen, weil ich habe ja gesagt, so bestimmte Personen, Namen und so weiter möchte ich ja hier nicht öffentlich sagen, weil es Ja. könnte falsch ankommen. Ja, absolut verstanden, absolut verständlich. Weil wir wollen ja auch bestimmte Personen schützen. Richtig. Dann danke ich dir nochmal. Vielen lieben Dank, Sönglabler. Und ich wünsche Gern dir noch einen geschehen. gesegneten Abend. Salam Wünsche alaikum. ich dir auch und deinem Team auch. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.